So. Können wir später immer noch umbauen. Und dann irgendwo mittig kommen die Fabriken hin. Wir brauchen viel mehr Fließbänder. So. Also ich denke mal dann so, hier können wir die Fabriken, die Forschungsdinger dann hinpacken. Lab, Zeus, C2, Lab, P-Demon. Ach, die haben jetzt die Spender von dem Kickstarter auch in die Forschungsdinger reingepackt. Oh, oder eventuell hatten sie das immer schon. Ich habe einfach nicht drauf geachtet. Das könnte auch sein. Lalala. So, also weiter runter, weiter runter, weiter runter. Stromversorgung. Zap. 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 Und hier sollte das langsam reichen. Ja, okay. Das heißt, wir schnappen euch da. Das Schöne an diesem System, wie ich es jetzt gerade aufbaue, das Wichtigste sind eigentlich nur die Fließbänder. Die ganzen Fabriken, also welche Fabrik was herstellt, kann man später jederzeit einfach ummodeln. Das ist kein Problem. Das heißt, die Umbauphasen werden kommen, auf jeden Fall. Aber sie dürften nicht so lange dauern. So, du kriegst jetzt hier einen kurzen Arm, um hiervon zu nehmen. Und dann bekommt ihr hier neben noch später einen langen Arm, um von dem zweiten Fließband die anderen Science Packs runterzuholen. Okay. So. Und du stellst gerade keine Science Packs her, weil kein Kupfer ankommt. Okay. Wir brauchen Untergrunddinger. Du. Genau. Untergrundding, du. Sehr schön. Genau so sollte das laufen. Davon bräuchten wir jetzt eigentlich noch mehr. Es ist. Achso, warte mal. Du kannst dann aufhören zu arbeiten. Und das Licht kann wieder hin. Licht. Sehr schön. Noch eine Fabrik bitte. Oh, es fehlt Eisen. Ja, klauen wir uns Eisen. Ding. Fabrik bauen. Dann bauen wir jetzt hier noch eine Fabrik hin, die das Ganze nochmal macht. Und dann haben wir ein Problem, weil die Fabrik das auf die linke Seite des von oben kommenden Fließbandes packt. Und das Ding dann komplett voll ist mit roten Science Packs. Nee. Das ist das Friemelige jetzt am Anfang. Aber ne, je mehr Techniksachen wir haben, also je mehr Gegenstände uns zur Verfügung stehen, desto einfacher wird das später mit dem Miteinander verknüpfen. So, was waren wir jetzt noch? Strom ist okay, Kohle sieht nicht so gut aus da oben. Kohlekiste ist alle. Du, schön. Limestone brauchen wir nicht. Eisen hätte ich gerne. Ach stimmt, wir können jetzt auch Eisen verbinden. Das heißt, wir brauchen mehr Fließbänder. Wir verbinden dich jetzt mal mit dem eigentlichen Ding. Lalala. Dum. Jo. Habe ich erwähnt, dass das Ding tierisch praktisch ist. So, hier rum. Dann machst du hier bitte einen Knick. Gehst hier unterirdisch. Zack. Da. Kommst da wieder raus. So, nicht schön, aber praktisch. Da lang. Oh, Baum weg. Und wir haben gleich einen Anschluss mit Eisen. Sehr gut. Das ist jetzt nicht gut mit dem Strommast, aber okay. Wir brauchen auch das Ding nicht mehr. So. Da ist ein komischer Knick drin, der kommt weg. Und jetzt haben wir sowohl unser Kupfer als auch unser Eisen hier angeschlossen. Und wir dürften immer genug auf Vorrat haben. Das heißt, jetzt geht es echt nur noch darum, alle Fabriken richtig hinzubauen. Und ich werde hier oben mal einen Splitter machen. Jeweils einen Bausplitter. Bau nicht fünf, bau einen erstmal. Fünf grün. Also manche Rezepte wurden wirklich ganz schön arg verändert.
So. Das war falsch. Mist, das geht gar nicht. Momentchen mal. Ja, das müssten wir hier oben schon machen. Achso, Forschung. Was hätten wir denn gerne? Schnellere Fließbänder? Nee, brauchen wir noch nicht. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Smart Chest, Blaue und rote Chip könnt ihr knicken. Plastik sind wir noch so weit von entfernt. Bessere Fabriken wäre okay. Long Output Inserter. Long Half Output Inserter. Ah, das sind jetzt die. Der eine liegt auf die linke Seite, der andere liegt auf die rechte Seite. Die hätte ich gerne. Erforscht die mal. So, jetzt Splitter. So. Gut. Das wir sie jetzt nach und nach füllen. Und jetzt hier. Splitter. Wird sich nach und nach füllen. Gut. Also, die Lebenslinie ist dann schon mal voll ausgefüllt. Gudi, gudi, gudi. Runter, runter. Und ich hätte echt gerne eine Fabrik, die mir Fließbänder herstellt. Aber wir haben doch einen recht dezenten Verbrauch, was Fließbänder angeht. Fließbänder brauchten genau die Steingeschichte und Eisenplatten. Das heißt, wir machen die mal hier unten irgendwo, damit wir nicht mit den Science Packs in die Quere kommen, weil wir werden davon noch eine Fabrik mindestens brauchen. Also bauen wir es einfach mal hier hin. Und dann bräuchten wir jetzt ein Smart-Ärmchen. Davon ein. Genau, Ticker durch. Smart-Ärmchen, komm her. Da. Und du stehst falsch. Du nimmst bitte nur... Ach du Kacke. Pollution Cleaning Modul 8. Also hier kann ich halt alles sehen, was später erforscht werden kann. Ach du gute Güte. Solarpanel MK5. 200 Kilowatt Output verglichen mit 60. Ja, okay, es ist gar nicht so viel mehr. 3,5 mal so viel oder so. Aber ja, ihr könnt sehen, es gibt sehr viel neuen Kram. Sniper Rifle. Rocket Launcher, Railgun. Sehr cool. Lasertürme. Dezent viele neue. Sniper Turret. Player Port? Oh ja, nicht ablenken lassen. Wir wollten eigentlich nur stinknormale Steinzahnräder. Gib mir stinknormale Steinzahnräder. Da. Du nimmst bitte nur stinknormale Steinzahnräder. Und dann brauchen wir gleich einen langen Arm von da hinten. Und du bitte da weitermachen. So, du produzierst dann bitte Fließbänder. Und tust besagte Fließbänder wahrscheinlich auf das Ding da. Oh, das wird komisch. Wenn ich die jetzt nämlich da hinten hinlege, dann müsste ich auch hier irgendwo in der Nähe die Ärmchen herstellen, damit wir aus den Ärmchen und den Fließbändern zusammen die nächsten Science Packs machen können. Ja, also hier irgendwo. Das heißt, er legt dann die Fließbänder auf die linke Seite, er legt die Ärmchen auf die rechte Seite und unten ist irgendwo eine Fabrik, die sich beides schnappt, daraus die grünen Science Packs macht und die grünen Science Packs dann da hinten aufbackt. Ja, okay, okay. Wir brauchen aber erstmal die Forschungsgeschichte zu Ende. Warum kommt hier unten nichts an, verdammt? So, gib ihm. Viel besser. Wir brauchen auch mehr davon, bin ich der Meinung. Gib mir mal noch zwei davon. Wow. 10 grüne Chips. Ist ja nicht so, als wenn wir im Vanillaspiel schon tierisch Probleme hätten mit den grünen Chips. Hier kostet alles anscheinend 5-mal so viel von denen. Oh, weia. Oh, und hier oben bei dem Stein wollte ich noch... Nimm Stein und mach da draus Mauern. Ich weiß nur nicht, wo ich die hinpacke. Hier eventuell. Und dann kommen hier die nächsten Fließbänder hin. Das mit dem Öl ist allerdings ein bisschen doof. Also starte ich die nächsten Mal hier. Nächsten Fließbänder.
Was haben wir jetzt Schönes? Bessere Fabriken, Hightech-Zeug, schnellere Fließbänder, Toolbelt, nee. Radar, Gemstone, Copper-Axe, das brauche ich nicht. Allows Automation 3. Erlaubt ganz, ganz viel Zeug. Advanced Material Processing. Ja, ich glaube, das hier ist für uns momentan noch am interessantesten. 100 grüne Science Packs, ja, nee. Das klappt nicht. Bullet Shooting Speed. Das könnte noch interessant sein. Wobei Damage eher interessant wäre. Ich glaube, ich nehme das hier, das ist langfristig am sinnvollsten. Ding. Und kostet auch nur 40 rote. So, jetzt können wir die roten Ärmchen bauen, wenn ich es richtig sehe. Genau, bau mal davon zwei und davon zwei und dann gucken wir, welches wohin liegt. Du, da. So, du legst bitte nach da hinten deine Sachen. Achso, und wir brauchen noch einen normalen da, der von da hinten das Eisen holt. So, Eisen dahin, du dahin. Und du legst es dahin, du bist der Falsche. Du. Was? Ich habe zwei meine gleichen gebaut? Oh. Da. Ja, du bist der für mich Richtige. Und dann kommst du. Da kommt hier ein normales Ärmchen hin. Und das Ding macht jetzt die Ärmchen. Also, das ist der Ärmchen-Ärmchenmacher. Ja, kann ich dich nicht bauen. Ah, Mist. Brauchen wir die bessere Fabrik für. Aber ist nicht schlimm, weil die erforschen wir ja gerade. Okay. Was brauchst du denn? Du brauchst Chips. Yay. Ich dachte... Okay. Also ich brauche Chips und ich brauche eine Fabrik, die Metallzahnräder herstellt. Okay. Wir haben jetzt schon ein Problem, weil die Metallzahnräder sind sehr wichtig für viele andere Sachen und die grünen Chips sind auch wichtig. Das heißt... Mist. Ich versuche das gerade ein bisschen zu strukturieren, aber ich komme da auf keinen grünen Pfad. Ich glaube, ich lagere Stein aus. Also ich kann ja zum Beispiel auch so eine Linie hier nehmen und hier den Knick machen lassen. Und dann geht sie unterirdisch unter den allen lang und fährt dann später erst wieder weiter runter. Falls sie nochmal irgendwann wichtig sein sollte. Und erstmal klaue ich mir hier alle davon. Weil die sind toll. So. Forschung rattert durch. Ach stimmt, wir hatten Forschungsdinger gebaut. Die könnten wir mal aufstellen. Britzel, britzel. Du, du. Keine Ärmchen dabei. Doch, da. Ärmchen, Ärmchen. Tu schon mal ein paar so rein. Genau, geht das gleich wesentlich schneller. Du weg. Du weiter runter. Alles, was sich staubt, muss länger gebaut werden. Oder ein Splitter bekommen, eins von beiden. So, du Turm kannst da weg. Okay. Stein, Quatsch, Metallzahnräder. Wichtiges Exportgut und so weiter. Deswegen denke ich, ich werde hier eine Fabrik hinbauen. Da könnte ich die hier für nehmen, die können wir eh nicht benutzen. So. Ich werde hier die Fabrik hinbauen und die Fließbänder, die jetzt gerade hier runterlaufen zu dem Forschungsdingens, werden dafür Metallzahnräder sein und Kupferdraht und sowas in der Richtung. Und die eigentlichen Forschungsdinger werden dann weiter nach außen verschoben. Weil es einfach sonst platztechnisch nicht wirklich gut hinhaut. Also du nimmst jetzt bitte von hier Eisen und tust das Half-Output. Und tust es bitte auf die Innenseite von dem Ding. Du stellst bitte hier das da. So, was haben wir jetzt Schönes? Also wir hatten gerade das erforscht, dass wir
Automation, da. Dass wir jetzt die großen Fabriken bauen können. Sehr gut. Nächster Schritt. Kein Beton, kein Kristallzeug. Autos? Nein. hier, das wollte ich auch noch. Research. Ja, und der liegt jetzt auf die Innenseite davon. Sehr gut. Das heißt, wir setzen dich hier runter. Schnappen uns die hier. Und stellen jetzt eine von den besseren Fabriken her. Die alle noch mehr grüne Chips brauchen. Ja, okay. Also wir brauchen mindestens zwei Zahnraddinger hier. Dann machen wir da drunter die Drahtgewinnung. Und dann da drunter irgendwo die Chips. Das passt ganz gut in der Nähe zusammen. So. Du. Da. Du stellst her. Ärmchen. Brauchst die Chips und die Eisenplatten, ja. Nee, das passt hier nicht. Das heißt, die Fabrik muss auch hier hin. So, du. Du stellst her Ärmchen. Du nimmst von hinten mit so einem langen Arm Eisenplatten. Dann nimmst du von da ganz hinten. Das geht auch nicht.